Aber es gibt einen Satz, und den merke dir. Was du nicht willst und was man dir tut, und das füge auch keinem anderen zu. Schuld, Strafe, Recht. Ein Podcast des Fritz-Bauer-Forums. Rechtsanwalt Thomas Galli und seine Gäste im Gespräch über Strafe und Gefängnis. Ganz herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur allerersten Folge von Schuld, Strafe, Recht, mit einem ganz großen Fragezeichen dahinter. Dass wir Strafe brauchen, denken wohl die allermeisten, wobei auch das nicht ganz unumstritten ist. Vor allem aber ist fraglich, welches Verhalten wir bestrafen sollten und wie das passieren soll. Brauchen wir Gefängnisse? Was erreichen wir damit? Sind Alternativen denkbar? Was sind wir den Opfern von Kriminalität schuldig? Wie werden wir den Tätern gerecht? Wie können wir Straftaten verhindern? Wie gehen wir, ganz allgemein gesprochen, gerecht und sinnvoll miteinander um? Viele spannende und wichtige Fragen also, auf die es sicher keine einfachen Antworten gibt, über die man aber nachdenken und über die man diskutieren muss. Das wollen wir in diesem Podcast tun und mit Menschen sprechen, die aus ganz verschiedenen Perspektiven auf das Thema schauen, etwa als Opfer von Straftaten, als Täter, als Inhaftierte, als Angehörige, als Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter im Strafvollzug oder als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Dabei werden wir auch immer wieder auf das Werk und das Wirken von Fritz Bauer rekurrieren, der sich nicht nur um die Aufarbeitung vieler Verbrechen im Nationalsozialismus verdient gemacht hat, sondern der auch viele grundlegende Ansätze zu Schuld, Strafe und Strafvollzug mitentwickelt und prominent vertreten hat. Zum Einstieg in die Thematik freue ich mich heute sehr, mit einer äußerst renommierten Expertin sprechen zu dürfen, die unser Gefängniswesen und den Strafvollzug aus einer Perspektive beleuchtet und betrachtet, die sich für diesen Einstieg ins Thema ganz besonders gut eignet. Ganz herzlich willkommen, Frau Professor Annelie Ramsbrock. Ganz herzlichen Dank für die Einladung, Herr Galli. Frau Ramsbrock, Sie sind Historikerin, haben einen Lehrstuhl an der Universität Greifswald für allgemeine Geschichte der neuesten Zeit und sind, habe ich im Internet jetzt gelesen, sogar zur Prorektorin gewählt worden, unter anderem zuständig für Kommunikationskultur. Also ein ganz breites Aufgabenspektrum. Heute wollen wir in erster Linie über ein Buch sprechen, das Sie geschrieben haben, das wirklich sehr, sehr empfehlenswert ist. Es heißt Geschlossene Gesellschaft, das Gefängnis als Sozialversuch, eine bundesdeutsche Geschichte. Das ist die gekürzte Version Ihrer Habilitationsschrift, hat aber immer noch gut 400 Seiten, also ein großes Werk, nicht nur inhaltlich. Vielleicht können Sie ganz kurz erklären, um was es in diesem Buch geht. Das mache ich sehr gern, ja. Vielen Dank. Sie haben schon gesagt, ich bin Historikerin. Das heißt, ich bin angetreten, dieses Buch zu schreiben, um irgendetwas Historisches, also etwas über die Geschichte des Gefängnisses auszusagen. Und was mich umtrieben hat, ist, dass die Geschichte der Bundesrepublik, mit der ich mich befasse, also das Buch handelt von Gefängnissen in der Bundesrepublik, immer als eine Erfolgsgeschichte geschrieben wird, und zwar eine Erfolgsgeschichte der Demokratisierung und der Liberalisierung, gemessen daran, woher diese Bundesrepublik kommt, nämlich aus dem Nationalsozialismus, ist das natürlich richtig, das ist unanfechtbar vor dem Hintergrund des Nationalsozialismus. Aber mir reichte das nicht, weil ich dachte, es gibt sicherlich, das erleben wir auch heute an allen Ecken und Enden, Bereiche dieser Gesellschaft, die das Gegenteil von Demokratie sind und die ich auch nicht als liberal bezeichnen würde. Und geschlossene Institutionen wie das Gefängnis bieten sich einfach an, um diese Grundthese der liberalen Gesellschaft zu hinterfragen. Das ist das, was mich als Historikerin getrieben hat, mich mit Gefängnissen zu beschäftigen, beziehungsweise mit geschlossenen Institutionen. Warum ich dann aufs Gefängnis gekommen bin, ist nochmal eine andere Frage. Können Sie sagen, warum Sie sich für das Gefängnis entschieden haben?
Das hat sich tatsächlich zufällig ergeben beim Zeitunglesen. Das muss ich ehrlich sagen. Ich habe morgens die Zeitung gelesen. Die Zeit war es, glaube ich. Ja, es war die Zeit. Da war ein großer Artikel über Missstände in Gefängnissen und dass die Resozialisierung überhaupt nicht klappt. Es war kurz vorher der Tod eines Jugendlichen im Gefängnis Siegburg. Das hat mich mehrere Tage, Wochen, würde ich sogar fast sagen, beschäftigt, als ich das las. Und in der Überschrift dieses Zeitungsartikels stand der Satz: Der Staat hat sein Ziel der Resozialisierung aufgegeben. So, und da bin ich als Historikerin hellhörig geworden, weil ich dachte, wenn der Staat etwas aufgegeben hat, hatte er mal eine Idee, etwas zu tun, was er dann aufgegeben hat. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht ist das Gefängnis die Institution, in der man mal sehr gut gucken kann, was der Staat eigentlich wollte, als er liberalisieren wollte und warum er das jetzt aufgegeben hat. So kam ich aufs Gefängnis. Es hätte genauso gut die Psychiatrie sein können. Es ist dann aber das Gefängnis geworden. Und das kommt tatsächlich daher, dass ich diesen Artikel hatte und parallel dazu auch noch die Sicherungsverwahrung diskutiert wurde in Deutschland, dass die Art und Weise, wie sie vollzogen wird, nicht in Ordnung ist. Es ploppte so sehr viel in den Zeitungen auf zu dem Thema Strafvollzug und dann habe ich das aufgegriffen. Welche Erkenntnismittel haben Sie herangezogen, um dieses Thema zu erfassen? Also wie haben Sie sich dem genähert? Ich habe erstmal Literatur gelesen. Also so fangen wir Historikerinnen immer an. Quellen, das heißt Schriften von denjenigen Gefängnisreformern, die in den 60er und 70er Jahren über die Institution schrieben. Und die sozusagen Teil der Reformer waren, die das Gefängnis verändern wollten. Was ich spannender fand noch und wo ich unbedingt hin wollte, waren Gefangenenakten. Also ich wollte gerne Stimmen von Gefangenen haben. Das war äußerst schwierig. Mir ist es dank der JVA Tegel hier in Berlin dann letztlich gelungen, Kartons in die Hand gedrückt zu bekommen, in denen alte Gefangenenakten lagen seit den 50er Jahren, für die sich wirklich niemand interessierte, die man aber aus rein formalen Gründen auch nicht wegschmeißen konnte. Die waren im Landesarchiv in Berlin und dankenswerterweise hat man mich an diese Kartons gelassen. Und so hatte ich das waren 90 Kartons, ich habe wirklich sehr viele Akten aus Gefängnissen, aus dem Gefängnis Tegel tatsächlich gehabt und die habe ich alle durchgearbeitet. Und da sind Abschiedsbriefe drin, da sind Briefe von Gefangenen an Verwandte, Briefe an Gefangene sind drin, es steht drin, warum jemand eine Disziplinarmaßnahme bekommen hat, wie er darauf reagiert hat. Man bekommt zumindest einen kleinen Einblick in das Leben des Gefängnisses. Ich habe mir zu keinem Zeitpunkt vorgemacht, beurteilen zu können, wie es im Gefängnis ist. Aber ich konnte mich zumindest ansatzweise über diese Akten nähern. Sie befassen sich in Ihrer Forschung mit dem Zeitraum von 1945 bis 1985, also beginnend mit der Nachkriegszeit. Und in dieser Nachkriegszeit war ja auch Fritz Bauer, der Namensgeber dieses Podcasts, eine ganz prägende Figur. Und Fritz Bauer hat Anfang der 50er Jahre geschrieben, und den zitieren Sie auch einleitend, dass das Ziel des Strafens darin besteht, den Täter zu konformieren, das heißt, ihn zu befähigen, sich den herrschenden Wertvorstellungen anzupassen. Dabei sollte seines Erachtens nicht mehr die Moral den Veränderungsprozess bestimmen, sondern eine Menschenbehandlung, die den psychologischen und sozialen Tatsachen dieser Welt entspricht. Inwiefern hat sich dann diese Menschenbehandlung gewandelt, ausgehend von der Weimarer Republik über die Nazizeit, über die Nachkriegszeit bis hin in die 80er Jahre? Es fällt mir etwas schwer zu sagen, wie sie sich tatsächlich verändert hat. Es fällt mir erstmal leichter zu sagen, wie sie sich verändern sollte. Vielleicht fangen wir damit mal an. In der Weimarer Republik gab es ja schon erste Reformideen des Gefängnisses. Und Reform bedeutete immer einen sozialeren Umgang. Den Menschen als Individuum nehmen und sich vor allem die Frage zu stellen, warum hat diese Person eine Straftat begangen? Sprich, die Idee, Straftäter sind per se böse, weil sie eine biologische Anlage haben, die wurde schon in der Weimarer Republik immer schwächer. Und es kam einfach die Idee auf, jeder von uns hat eine Geschichte und Straftäter führen Reaktionen auf etwas aus, was sie selber erfahren haben. Das heißt, sie sind immer auch Opfer. Sie sind nicht nur Täter. Sie sind auch Opfer ihrer Lebensumstände, ihrer Erziehung, der Gesellschaft, die sie umgibt. Das ist eine grundlegende soziale Idee, die aufs Individuum zielt, die in der Weimarer Republik aufploppte. Mit dem Nationalsozialismus, darüber muss ich gar nicht viel sagen, brach alles zusammen, das ist bekannt.
Straftäter sollten genauso ausgemerzt werden, um diesen Quellenbegriff zu benutzen, wie alle anderen, die nicht zur Volksgemeinschaft gehören sollten. Straftäter wurden in Gefängnissen so schlecht behandelt, dass sie dort vielfach starben. Darauf waren die Gefängnisse im Nationalsozialismus auch angelegt und der biologische Gedanke nahm wieder überhand. So, nach 45 sollte damit Schluss sein. Aber jeder, der sich schon mal mit Fritz Bauer beschäftigt hat, weiß, dass der Mann vor allen Dingen daran litt, dass sich nach 45 nicht so viel verändert hatte, wie er erhofft hatte. Sprich, die Menschen, die im Nationalsozialismus als Nationalsozialisten aktiv waren und dieses System stützten, waren auch in der Bundesrepublik anschließend Bundesbürger, die in einer Demokratie leben sollten. So. Das war Fritz Bauers Grundproblem. Wir alle kennen den Auschwitz-Prozess oder die Auschwitz-Prozesse, die er dann dankenswerterweise angeregt hat und auch durchgezogen hat. So, was das Gefängnis angeht, war Fritz Bauer eben jemand, der dann die Reformideen der Weimarer Republik wieder aufgriff und sagte, wir müssen die Individuen angucken, ihre Psychologie, also ihre Psyche, ihre Erziehung und hingucken, was mit diesen Leuten war. Zu dieser Zeit machten auch die Sozialwissenschaften, das verlief parallel dazu, neue Ansätze, menschliches Verhalten zu erklären. Sprich, Fritz Bauer hatte zwar keinen unmittelbaren Kontakt zu Sozialwissenschaftlern, zumindest ist mir das nicht bekannt, aber das ist eine parallele Entwicklung, die aufkam. Sprich, diese Idee der Erziehung im Gefängnis entsprach vielmehr der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen, dem man beibringen soll, wie er sich in der Gesellschaft verhält, als Drill und Disziplin. Was im 19. Jahrhundert die Idee war, wenn ich jemanden nur ordentlich prügle, dann wird er sich schon benehmen. Und Fritz Bauer hat letztlich die Idee stark gemacht, ich muss mit jemandem sprechen und ich muss Verständnis für diese Person entwickeln. Inwieweit, Ihre eigentliche Frage, jetzt habe ich einen sehr langen Einstieg gemacht, Ihre eigentliche Frage, inwiefern hat es das Gefängnis verändert, kann ich nicht wirklich flächendeckend beantworten. Mein Eindruck ist aus den Akten, diese Ideen wurden aufgegriffen. Es gab zunehmend Sozialarbeiter und Psychologen in Gefängnissen. Später gab es auch die sozialtherapeutischen Anstalten in den 70ern. Mal schauen, ob wir darauf noch zu sprechen kommen. Ich habe aber sehr, sehr viele Akten, in denen es vor allen Dingen um Drill und Disziplin geht. Also Disziplinarmaßnahmen waren an der Tagesordnung, wenn ein Gefangener sich nicht so benommen hat, wie der Aufsichtsdienst oder die Gefängnisleitung sich das gewünscht hat. Sprich, mein Eindruck ist, in den Gefängnissen ist das im Grunde genommen, wenn überhaupt, erst seit den späten 60er Jahren angekommen. Es hat sich auch der rechtliche Status der Gefangenen geändert. Ganz ursprünglich war es ja so, dass man ihnen eigentlich fast alle Rechte abgesprochen hat, die Menschen außerhalb der Haftanstalten haben. Genau, man hat angefangen darüber nachzudenken, ist Zwangsarbeit eigentlich in Ordnung? Was bedeutet das eigentlich, wenn ich Leute zu Zwangsarbeit verpflichte und Gefangenenarbeit ist nichts anderes? Bis heute eine legitime Form der Zwangsarbeit, also ist ein ganz anderes Thema, über das man reden könnte, bis heute eine legitime Form, aber immerhin seit den späten 60er Jahren wurde das diskutiert. Haben nicht auch Gefangene Anspruch darauf, sich ihren Arbeitsplatz selber auszusuchen? Das ist nämlich etwas, was bei uns im Grundgesetz steht, dass man niemandem einen Arbeitsplatz aufzwingen darf. In den Gefängnissen ist das aber anders. Haben Gefangene einen Anspruch darauf, das Gleiche zu verdienen, was sie für die Arbeit außerhalb des Gefängnisses bekommen würden? Haben sie einen Anspruch auf Sozialleistungen? Wir sind ein Sozialstaat. Das Sozialstaatsprinzip ist im Grundgesetz verankert. Sprich, es wurden plötzlich Fragen an die Gruppe Gefangener gestellt, die in der freien Gesellschaft völlig normal war. Und indem ich solche Fragen stelle, erkenne ich an, dass diese Menschen keinen Sonderstatus haben, nur weil sie Gefangene sind. Und dass ich mit ihnen nicht machen kann, was ich will. Das heißt, das ist neu und das kam zumindest bedingt auch in den Gefängnissen an, ist mein Eindruck. Also die Idee von Ausbildung, von Arbeitsplatz selber auswählen, wurde stärker. Das Freizeitleben wurde bunter, jedenfalls in Tegel. Ich höre, wenn ich mit Süddeutschen spreche und sie leben ja in Süddeutschland, Herr Galli, das sei eben Berlin. Das habe in München ganz anders ausgesehen. Da hört meine Kompetenz tatsächlich auf. Das ist der Tatsache bedingt, dass ich halt Berliner Quellen habe. Das heißt, ich nehme das sehr ernst, wenn mir KollegInnen sagen, du hast über Berlin geschrieben, das musst du immer wieder dazu sagen, Berlin war immer schon liberaler als Süddeutschland. Wobei ich habe manches aus Straubing, es klang
sehr ähnlich wie Berlin, muss ich sagen. Manchmal sogar etwas reformfreundlicher. Aber ich nehme das einfach sehr ernst. Ich habe keine süddeutschen Akten in der Hand gehabt. Das habe ich jetzt der Literatur entnommen. Kurz, das Freizeitprogramm in der JVA Tegel wurde bunter. Es haben Künstler aus Berlin im Gefängnis ihre Bücher vorgelesen. Es wurden Theaterstücke aufgeführt. Es gab eine Fußballmannschaft. Es wurde mit Fußballmannschaften aus der freien Gesellschaft gespielt. Also man entnimmt den Akten durchaus Reformideen und, was ich ganz wichtig fand, der Aufsichtsdienst wurde unter die Lupe genommen. Der Aufsichtsdienst sollte eine Ausbildung bekommen, um etwas pädagogischer zu denken und zu handeln im Gefängnisalltag. Ich habe leider sehr viele Beispiele, aus denen hervorgeht, dass es nicht angekommen ist bei dieser Gruppe. Aber zumindest gab es den Versuch und ich will das nicht alles schlecht reden, ich habe auch immer wieder Beispiele von Aufsichtsbediensteten, die einen Konflikt gelöst haben, die dazwischen gegangen sind, die das sehr friedlich im Gespräch mit den Gefangenen regeln konnten. Also man findet beides. Also es ging darum, nicht nur den Anstalten Ordnung zu haben, sondern auch so mit den Inhaftierten umzugehen, dass sie möglichst nicht wieder straffällig werden. Ursprünglich eher durch Erziehung in der Art, wie man heute nur noch mit Kindern und Jugendlichen vielleicht umgeht, dass man sozusagen von oben herab ihnen sagt, was richtig ist und was falsch ist. Und das hat sich dann gewandelt hin zu diesem Gedanken der Resozialisierung. Davon ausgehend, dass im menschlichen Zusammenleben, in der Sozialisierung eine Internalisierung auch von Werten und Normen stattfindet. Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, Sie verweisen darauf, dass das eng zusammenhängt mit der Erklärung von Kriminalität, dass es eben weniger biologische Ursachen hat, sondern soziale Ursachen in der Sozialisierung liegt und dass es da Defizite gibt bei vielen, die straffällig geworden sind. Ist dann der Gedanke der oder war der Gedanke der, dass sozusagen diese Sozialisierungsdefizite dann in der Haft nachgeholt werden? Genau, es gab diesen Begriff der Ersatzsozialisation. Das ist tatsächlich ein Begriff, der seit Mitte der 60er Jahre kursierte. Das Gefängnis soll ein Ort der Ersatzsozialisation sein. Wie Sie sagen, die Idee ganz einfach. Die Menschen hatten offenbar ein Elternhaus oder auch kein Elternhaus, bei sehr vielen tatsächlich der Fall. Es gibt einfach diese Heimkarrieren, die dann im Gefängnis enden. Ich glaube, das ist tatsächlich bis heute so. Sprich, die Idee war, da ist in der Grunderziehung, in der Kleinkinderziehung etwas schiefgelaufen. Und das Gefängnis ist jetzt der Ort, an dem das aufgeholt ist, was versäumt worden ist. Also diese Idee, wir holen auf, was versäumt worden ist, ist tatsächlich ein Zitat. Das ist jetzt nicht meine Sprache. Und der Begriff Ersatzsozialisation ist auch ein Quellenbegriff. Der Horst Schüler-Springorum, der inzwischen leider verstorben ist, hat ein ganz, ganz tolles Buch geschrieben, seine Habilitation zum Thema Resozialisierung. Und der hat diesen Begriff geprägt und wenn man dieses Buch liest, dann merkt man, das ist ein Mann, der mit ganzem Herzen daran glaubte, dass das geht. 60er Jahre eben, späte 60er Jahre. Und es war tatsächlich diese Idee, dass das Gefängnis das leisten kann, indem es sich öffnet. Wir wissen heute, oder was heißt, ich weiß nicht, ob wir das wissen, ich weiß das, ich glaube fest daran, dass in einem derart geschlossenen System es nicht möglich ist, jemanden zur Freiheit zu erziehen, zum verantwortlichen Verhalten in Freiheit. Aber ich kenne mich in Gefängnissen tatsächlich nicht aus. Ich habe nur einfach den Eindruck, dass es sehr, sehr schwierig ist. Die Reformer der späten 60er Jahre glaubten, dass man diese Institution so liberal gestalten kann, durch Wohngruppen, Freigänge, ein entsprechendes Verhalten des Aufsichtsdienstes gegenüber den Gefangenen, dass es doch irgendwie möglich sein muss. Also eine Art Familienersatz, wenn man so will. Das war die Idee, das war die Hoffnung. Die Eigenlogiken des Gefängnisses führen aber dazu, dass diese Grundidee in einiger Hinsicht letztlich gar nicht funktionieren kann, wahrscheinlich. Warum ist das so? Ja, ich habe in den Akten einfach vollkommen durchgeplante Tagesabläufe gefunden. Wecken 6 Uhr, Frühstück 6.30 Uhr, Antritt zur Arbeit 7 Uhr, erste Pause 9.30 Uhr. Sprich, der Gefangene, ich sage bewusst der Gefangene, weil ich mich tatsächlich nur mit männlichen Anstalten beschäftigt habe,
hatte überhaupt gar nicht die Möglichkeit zu entscheiden, wie er seinen Tag verbringt. Sprich, der war komplett durchstrukturiert. So, und wir wissen alle aus eigener Erfahrung, in dem Moment, wo mir jemand abnimmt, zu entscheiden, was ich an diesem Tag tue oder zu tun habe, das kommt jetzt auf die jeweilige Psyche an, lasse ich mich entweder fallen oder ich werde verrückt. In jedem Fall bin ich fremdgesteuert. Was das dann mit mir macht, ist sozusagen nochmal was anderes. Aber dieses Fremdgesteuertsein widerspricht fundamental dem Resozialisierungsgedanken, nämlich Eigenverantwortung zu erlernen. Und das ist die Krux. Und dafür muss ich ehrlich gesagt gar nicht Gefängnisse von innen kennen, um zu sehen, dass das nicht geht. Entweder ich übernehme selber Verantwortung für das, was ich tue, oder jemand anderes tut es für mich. Und das Gefängnis ist vollkommen durchstrukturiert. Zumindest die Gefängnisse, die ich mir angeguckt habe. Die Gefangenen hatten nicht die Möglichkeit zu entscheiden, heute schlafe ich eine Stunde länger und frühstücke eine Stunde später. Heute lese ich ein Buch oder heute schaue ich mir die Theatervorführung an, die im Gefängnis geboten wird. Sondern es ging in meinen Akten immer darum, dass sie sich möglichst konform benehmen. Und ein guter Gefangener in meinen Akten ist der Gefangene, der nicht selber denkt. Der Gefangene, der nicht auffällig ist, der nicht gewalttätig ist, der keinen Ärger macht, weil das Essen nicht schmeckt, sondern der einfach mitläuft, der sich 100% anpasst. Das ist der gute Gefangene. Das ist aber nicht der resozialisierte Gefangene. Das ist nämlich ein ganz anderer Typ. Und deswegen schließe ich aus dem, was ich in der Hand hatte, dass das Gefängnissystem in sich ein Paradox ist. Sie zeigen, wie paradox das System Gefängnis oft ist, auch an einem ganz prägnanten Beispiel, am Beispiel der Homosexualität, die ja in Deutschland bis in die 90er Jahre hinein tatsächlich noch strafbar war. In Haft sind die Männer über Monate oder über Jahre, teilweise über Jahrzehnte, nur mit anderen Männern zusammen, fast ausschließlich mit anderen Männern zusammen, was dazu führt, dass auch Männer sich körperlich annähern, die es vielleicht außerhalb der Anstalten nicht tun würden. Das wird umgangssprachlich und abwertend als Knastschwul bezeichnet, ist aber auch natürlich ein ganz normaler menschlicher Prozess und führt eben paradoxerweise dazu, dass die Haft dafür sorgt, dass Menschen Handlungen begangen haben, die tatsächlich strafbar waren. Und dass sie diese Handlungen eben ohne die Inhaftierung gar nicht begangen hätten. Mhm. Ja, ich habe auch in den Akten viele Gefangene gefunden, die genau das formulieren. Die sagen, wir werden hier zu einer Straftat, nämlich Homosexualität, quasi verdonnert, weil wir sind Menschen, wir brauchen Nähe. Also interessanterweise ging es oft gar nicht um den reinen Akt, sondern um die Nähe, um die menschliche Nähe zu anderen, körperliche Nähe, also einfach nicht alleine sein. Und das wird tatsächlich sehr häufig von Gefangenen zum Thema gemacht, dass das für sie eine ganz verzwickte Situation sei, weil sie sich diese Nähe wünschen würden. Das ist wie im Militär. Ich meine, wir haben es schon im Ersten Weltkrieg. Die Männer, die über Monate zusammen im Schützengraben leiden, die nähern sich einander an, die nehmen sich mal in den Arm. Das ist ganz menschlich. Und ich entnehme den Akten, dass Gefangene eben häufig sehr ähnlich argumentiert haben und dass sie so insofern durch diese geschlossene Männergesellschaft dann zu einer Straftat in Anführungszeichen geradezu gepusht werden, also dass sie dem gar nicht entgehen können. Ich rede jetzt so, als sei das ein zärtliches Verhältnis untereinander gewesen, hat es bestimmt auch gegeben. Sie finden genauso viele Vergewaltigungen. Also das Sexualleben im Gefängnis kann auch wahnsinnig brutal sein. Auch das finde ich. Haben Sie denn in den Unterlagen, die Sie sich angeschaut haben, Sie haben ja gesagt, es sind auch Gefangenenbriefe und so weiter dabei, haben Sie da denn auch, sag mal, Erfolgsgeschichten gefunden, dass Gefangene von sich aus berichtet haben, dass sie durch die Haft auf einen für sich selber besseren Weg gekommen sind, dass sie sich sozusagen im Sinne des Grundgedankens besser sozialisiert fühlen? Also gibt es aus Ihrer Sicht solche Erfolgsgeschichten? Nein, ich habe offen gestanden kein einziges Selbstbekenntnis dieser Art gefunden. Nun habe ich, wie gesagt, ich habe nicht das Buch über Gefängnisse geschrieben, sondern ich habe mir einen kleinen Ausschnitt angeguckt. Möglicherweise müsste man, und das entzieht sich mir völlig, müsste man schauen, was ist aus diesen Menschen geworden? Sind sie rückfällig geworden? Die Statistiken bestätigen leider, dass die meisten von ihnen rückfällig geworden sind, ohne die einzelnen Männer zu kennen. Ich kenne keine Erfolgsgeschichte, weil meine Akte
die Schwelle des Gefängnisses nicht überschreitet. Ich weiß nicht, was mit den Menschen danach passierte. Aber ich habe tatsächlich keine einzige Quelle gefunden, aus der hervorgeht, dass jemand sagte, das ist der Ort, der aus mir gemacht hat, was der Staat aus mir machen wollte. Also im Sinne eines resozialisierten Gefangenen, sondern das ist der Ort, an dem das, weshalb ich hier bin, noch verstärkt worden ist. Das ist eigentlich die Standardaussage. Das ist auch meine Erfahrung. Ich kenne keine Erfolgsgeschichten tatsächlich von Inhaftierten. Während meiner Zeit in Haft hat mich das auch nicht so sehr verwundert, weil natürlich der Strafvollzug ja auch dem Wesen nach eine Übelszufügung ist. Da wäre es sicher zu viel erwartet, wenn derjenige, dem ein solches Übel dann zugefügt wird, das letztlich für sich als erfolgreichen Weg verbucht. Aber auch jetzt, wo ich als Anwalt Menschen vertrete, die kurz vor der Entlassung stehen oder dann teilweise auch noch nach der Entlassung Kontakt habe, ist kein einziger dabei, der auch nur ansatzweise sagt, das hat ihm persönlich auf einen besseren Weg sozusagen verholfen. Ich glaube schon, dass es Erfolgsgeschichten gibt oder geben muss, aber es gibt offensichtlich sehr wenige und sie werden vor allem auch nicht erzählt. Und das ist schon bemerkenswert, dass es ein System, ein riesiges System wie die Strafjustiz bestehen kann und lebt ohne Erfolgsgeschichten. Das ist sogar dramatisch, weil wir ja aus ganz anderen Ecken kommen. Ich meine, Sie haben jahrelang in Gefängnissen gearbeitet. Sie kennen die wirklich von innen. Ich kenne sie nur von außen. Sie kennen die Gegenwart. Ich kenne nur die Geschichte. Wenn wir beide das Gleiche erzählen, dann ist das doch eine dramatische Diagnose dieses Systems. Die Diagnose ist dramatisch. Das sehe ich auch so. Ich denke, dass man in den ersten Jahrzehnten nach dem Krieg durchaus guten Willens war und versucht hat, innerhalb der Anstalten die Strukturen so zu verändern, dass man möglichst etwas Positives erreicht. Aber man muss inzwischen erkennen, dass dem eben sehr enge Grenzen gesetzt sind und dass die Eigenlogiken einer geschlossenen Anstalt vieles verhindern, was man Positives erreichen will. Deswegen muss diese Idee der geschlossenen Anstalt einfach zunehmend hinterfragt werden. Sie haben sich in Ihrem Buch auch auseinandergesetzt mit einer ganz speziellen Form der Behandlung von Gefangenen und einer Idee oder einem Ansatz, mit dem man eben versucht hat, innerhalb der Anstalten etwas möglichst Sinnvolles zu erreichen. Sie haben sich intensiv mit der Sozialtherapie befasst. Die Sozialtherapie ist sozusagen, wenn man will, das Herzstück der Reform gewesen in den späten 60er Jahren, nämlich die Idee, für eine bestimmte Gruppe von Gefangenen tatsächlich Anstalten zu etablieren, in denen diese Idee der Freiheit gelebt wurde, in Form von Wohngruppen zum Beispiel. Es gab keine Zellen, sondern Wohngruppen. Häufig waren diese Anstalten auch tatsächlich separate Gebäude, die neu errichtet wurden. Der Schlüssel Gefangener Aufsichtsbediensteter war teilweise 1:1. Es wurde sehr darauf geachtet, dass man mit diesen Leuten rausging, dass man mit ihnen ins Gefängnis, ins Theater ging zum Beispiel oder ins Kino, dass man mit ihnen in die Fußgängerzone ging, dass sie sozusagen der Freiheit zugeführt wurden, indem sie ein wesentlich freieres Leben hatten. Tatsächlich ist es so, dass die Rückfallquoten in den sozialtherapeutischen Anstalten wesentlich geringer waren und möglicherweise auch noch sind, das kann ich nicht beurteilen, als in der normalen, als im Normalvollzug. Es ist tatsächlich auch so, dass diese Anstalten sich nicht flächendeckend durchgesetzt haben. Sie sind verschiedentlich in Strafreformgesetze aufgenommen worden, am Ende sind sie gestrichen worden. Nicht, weil sie nicht funktionieren, sondern weil der Staat letztlich kein Interesse daran hatte zu investieren. Das kann man den Akten tatsächlich ganz, ganz deutlich entnehmen. Es ist kein Zufall, dass sie in der Reformära der späten 60er Jahre, die noch so ein bisschen vom Wirtschaftswunder zu profitieren glaubte, erdacht worden sind und dann in den frühen 70er Jahren Ölkrise, Rezession gestrichen wurden. Es war schlichtweg kein Geld da. Und das merkt man auch immer wieder, wenn die Mittel knapp sind, dann sind die Gefangenen nicht ganz oben in der Prioritätenliste derer, in die man investiert, um nicht zu sagen, sie sind ganz unten. Insofern
wurde diese Idee der tatsächlich flächendeckenden sozialtherapeutischen Anstalten nie durchgesetzt. Ich weiß nicht, wie viel wir heute haben. Also zu meinem Zeitpunkt waren es dann 11. Und das ist im Prinzip nichts, gemessen an der Population an gefangenen Männern und Frauen, die wir in der Bundesrepublik haben. Aber ich muss sagen, wenn ich mir die Theorien, die Ideen durchlese, zum Beispiel von Horst Schüler-Springorum und mir dann anschaue, wie eine sozialtherapeutische Anstalt aufgebaut war und was mit den Gefangenen gemacht wurde oder vor allen Dingen auch nicht gemacht wurde, das scheint mir ganz wichtig zu sein. Dann habe ich das Gefühl, das ist der Ort, an dem ich die Reform erkenne. Das ist eigentlich der einzige Ort, an dem ich die Reform erkenne. Und ausgerechnet in diesen Ort hat die Bundesrepublik nicht investiert. Ja, inzwischen dürft so etwa 2500 sozialtherapeutische Haftplätze in Deutschland geben. Bei einer Gesamtanzahl von Haftplätzen von bald 70.000 ist das immer noch ein sehr kleiner Prozentsatz, nur weniger als 5%. Die Erfolgsquoten sozusagen gibt es nach meiner Kenntnis verschiedene Studien. Einige kommen zum Ergebnis, dass es sogar nach hinten losgeht, dass langfristig gesehen die Rückfallgefahr steigt. Insgesamt kann man aber wohl sagen, dass mit solchen sozialtherapeutischen Behandlungen die Rückfallgefahr um ein paar Prozentpunkte gesenkt werden kann. Das Hauptproblem liegt aber meiner Ansicht nach darin, dass diese Sozialtherapie fast ausschließlich für schwerste Gewalt oder Sexualstraftäter angeboten wird und die allergrößte Mehrheit der Inhaftierten haben eben nicht solche schlimmen Straftaten begangen, aber gerade bei diesen Inhaftierten hätten therapeutische Maßnahmen aus meiner Sicht oft viel mehr Aussicht auch auf Erfolg. Also woran liegt das Ihrer Ansicht nach, dass man so wenig in diesem Bereich investiert und nicht Maßnahmen, die ja eigentlich vielleicht erfolgsversprechend sind, auch ausbaut? Gefangene haben keine Lobby. Man sperrt sie weg und sie stören nicht mehr. Das ist ja die, also das ist sozusagen, deswegen habe ich mein Buch, glaube ich, irgendwann geschlossene Gesellschaft genannt, weil ich dachte, ja, genau das ist das. Es ist aber in beide Richtungen eine geschlossene Gesellschaft. Wir haben eigentlich zwei geschlossene Gesellschaften. Wir haben die Gefängnisgesellschaft und ich sehe das doch nicht. Also ich lebe in Berlin-Schöneberg. Tegel ist weit weg. Was habe ich mit Gefangenen zu tun? Gar nichts. Wenn ich aber höre, sie laufen hier rum, dann werde ich vielleicht nervös. Also meine Gesellschaft, in der ich lebe, ist natürlich genauso geschlossen. Und ich glaube ganz sicher, die Gruppe der Gefangenen ist viel zu uninteressant für die Gesellschaft, als dass in sie investiert wird. Weil das bedeutet immer auch eine Verpflichtung dazu, sich selbst als Gesellschaft zu reflektieren. Man kann mit Gefangenen kein Geld machen, man kann mit Gefangenen keine Politik machen. Niemand wird gewählt, weil er Gefängnisse reformiert. Das ist in jeglicher Hinsicht, in sämtlichen Machtstrukturen, die unsere Gesellschaft durchzieht, vollkommen uninteressant. Und ich glaube, deshalb wird nicht investiert. Mit Kindergärten kann man Populismus machen. Das ist was völlig anderes. Und ich bin sehr dafür, dass wir mehr Kindergärten haben. Missverstehen Sie mich jetzt nicht. Gerade in Berlin, ich war sehr froh, dass ich meinen eigenen Sohn immer sehr gut untergebracht hatte. Ich finde es eine ganz tolle Sache. Aber mit Kindern lässt sich Politik machen, mit Gefangenen nicht. Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt auch, immer wieder darauf hinzuweisen, dass es nicht nur darum gehen kann, dass der Strafvollzug sich öffnet zur Gesellschaft hin, sondern dass es eben die Resozialisierung ein gesamtgesellschaftlicher Prozess ist, den diejenigen, die professionell mit Straffälligen arbeiten, vielleicht unterstützen und fördern können, aber bei dem letztlich alle gefordert sind. Also insofern ist dieses Verdrängen des Strafvollzugs fast schon in einer Art gesellschaftliches Unbewusstsein aus meiner Sicht Ausdruck einer sicher nicht angebrachten Selbstgerechtigkeit manchmal, so nach dem Motto, die, die im Gefängnis sitzen, die sind selber schuld, hätten es vermeiden können und mir wird sowas nie passieren. Und andererseits greift es natürlich auch zu kurz, weil keiner von uns möchte Opfer einer Straftat werden. Insofern ist es in unserem ureigensten Interesse auch, uns darüber Gedanken zu machen und genauer hinzuschauen, wie geht man denn mit Straffälligen um, dass sie möglichst nicht wieder straffällig werden.
Absolut, absolut zu kurz gedacht, weil genau das, was Sie sagen, Empörung ist ja immer dann, wenn ein Sexualstraftäter tätig geworden ist, das ist dann breit in den Zeitungen und es lässt sich auch überhaupt nicht schönreden, aber möglicherweise hätte man diese Taten verhindern können, wenn die Gesellschaft verantwortungsvoll mit solchen Menschen umgeht, die dazu neigen, solche Straftaten zu begehen. Ja. Sie sprechen die Sexualstraftäter an, das sind ja diejenigen oder die Sexualstraftaten sind oft die Taten, die die größte öffentliche Empörung auch und mediale Berichterstattung auslösen. Vielleicht dazu auch eine ganz interessante Bemerkung von mir aus meiner Praxis. Es wird immer gesagt, die Sexualstraftäter stehen in der Knasthierarchie ganz unten. Das ist nicht meine Erfahrung. Das gilt für Menschen, die Kinder missbraucht haben, sexuell missbraucht haben, aber Männer, die Frauen vergewaltigt haben, die können sogar relativ weit oben stehen in der Knasthierarchie, so nach dem Motto, das ist noch ein richtiger Kerl und der nimmt sich, was er braucht und was er will. Also auch das eigentlich ein, denke ich, ganz eingängiges Bild und Beispiel dafür, dass das Umfeld in Haft und die Sozialisierung, die in Haft stattfindet, aber eben in eine Gegenkultur mit anderen Normen und Werten als die, die wir eigentlich haben wollen, dass diese Knastidee vielfach nach hinten losgeht. Sie haben sich ja auch mit Sexualstraftätern in Haft befasst. Inwiefern hat sich denn der Umgang mit diesen Sexualstraftätern unterschieden zum Umgang mit anderen Gefangenen? Also was ich daran extrem spannend fand, war diese Idee, über Verhalten als Ausdruck von etwas Sozialem nachzudenken, überhaupt nicht hinhaute. Das wurde durchgängig biologisch gedacht in den 60er und 70er Jahren. Sprich, Sexualstraftäter waren pervers und Perversität ist nicht Ergebnis von Erziehung, sondern von Anlage, um diesen Begriff zu benutzen, von biologischen Determinanten, die unveränderbar sind. Insofern haute diese Idee der Resozialisierung nicht hin, beziehungsweise sie haute ja auch sonst nicht hin, wenn ich das sagen darf. Aber sie wurde erst gar nicht angebracht, sondern da ging es ganz klar um Kastration. Also da müssen sozusagen die Triebe begrenzt werden, es muss in die Triebstruktur der Person eingegriffen werden und die Diskussion der späten 60er Jahre war einzig und alleine chemische Kastration oder chirurgische Kastration. Dass aber eine Kastration sein musste, war unter denjenigen, die das diskutierten, unter den Experten, überhaupt gar keine Frage. Und es wurde sogar 1969 das Kastrationsgesetz erlassen. Das haben wir bis heute. Korrigieren Sie mich, wenn das nicht so ist. Ich glaube, wir haben es bis heute. Ja, und die chirurgische Kastration ist nach wie vor drin. Also ist in diesem Land möglich. Deutschland ist eines der wenigen Länder, in denen die chirurgische Kastration noch möglich ist. Und was ich wirklich, wirklich bemerkenswert fand, ich habe mehrere Eingaben der grünen Fraktion, in denen darum gebeten wird, das zu ändern. Und ich habe auch die Dinge gefunden, die der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, das Anti-Folter-Komitee, angemahnt hat. Die kommen eben alle 5 Jahre in diverse Anstalten und gucken, ob das sozusagen den internationalen Standards entspricht. Und immer wieder wird die Bundesrepublik darauf hingewiesen, ich glaube das letzte Mal 2015, dass die chirurgische Kastration eine erniedrigende und verstümmelnde Behandlung ist und man das bitte aus dem Gesetz streichen solle. Und die Antworten der Bundesregierung sind exakt die gleichen, die in den 60er Jahren vorgebracht wurden, um dieses Kastrationsgesetz überhaupt durchzukriegen, also erlassen zu können, indem es heißt, wir verstümmeln nicht und das ist auch keine erniedrigende Behandlung, das ist ein medizinischer Eingriff und den müssen wir machen, weil diese Leute krank sind. Und das ist eine Argumentationsstruktur, die kommt aus der Mitte des 20. Jahrhunderts, das muss man einfach sagen. Und das ist aber ein ganz, ganz kompliziertes Politikum, weil wer will schon Lobbyist für einen Sexualstraftäter sein? Das ist ganz, ganz schwierig. Und wir sind sofort auf der populistischen Schiene. Stell dir vor, er hätte das mit deinem Kind gemacht. Du bist sofort raus. Du kannst dazu gar nichts mehr sagen. Sprich, das ist ein Thema, was derart sensibel ist, dass ich glaube, es ist vor allen Dingen aus politischen Gründen schwierig, das anzugehen. Also soweit ich weiß, kommt die chirurgische Kastration sehr, sehr selten vor.
sehr selten. Sie ist freiwillig in Anführungszeichen, aber gerade dieses Moment der Freiwilligkeit wird eben auch immer wieder angemahnt. Wie freiwillig kann ich denn entscheiden, wenn ich in Gefangenschaft bin? So, und wenn mir dann noch sozusagen die Möhre hingehalten wird, naja, wenn du das machst, kommst vielleicht ein bisschen früher raus. In meiner Welt ist das nicht freiwillig. Kurz, es ist ein Problem, aber die Bundesrepublik ist da ganz hart. Da wird nicht darüber nachgedacht, dass man das doch mal ändern sollte. Ich weiß nicht, wie der ganz aktuelle Stand ist, aber 2015 war es so. Ja, es gibt so Gesetze, bei denen man kaum glauben mag, dass es sie gibt oder noch gibt. Und dieses Gesetz über die freiwillige Kastration und andere Behandlungsmethoden ist nach wie vor in Kraft und gilt ausdrücklich auch bei Menschen, die sich kastrieren lassen, um nicht wieder Sexualstraftaten zu begehen. Es kommt sehr selten zum Einsatz, also es werden nur relativ wenige Fälle von Kastration dann bekannt. Aber allein die Tatsache, dass es das Gesetz gibt bei uns, ist schon beängstigend, finde ich. Auf der anderen Seite könnte man, so zynisch wie es klingt, sagen, dass es Fälle geben kann, in denen diese Kastration die einzige Möglichkeit der Sozialisierung ist. Ja, genau. Das ist mein Problem. Es mag ja sein, dass es der einzige Weg ist und dass er dem der Gesellschaft und der Person, die es betrifft, tatsächlich hilft. Aber das ist ja der Moment, in dem ich mich fragen muss, will ich eine Gesellschaft sein, die in den Körper des Individuums eingreift? Also was ist eigentlich mein Recht als Gesellschaft und was ist mein Recht als Individuum? Das sind dann ganz abstrakte Fragen, die ich einfach als Bürgerin dieses Landes grundsätzlich zugunsten der individuellen Rechte beantworten würde. Aber ich sehe, dass das ist ein ganz, ich habe da überhaupt keine Lösung. Ich bin auch sehr froh, dass ich mich diesen Fragen tatsächlich nicht stellen muss und nicht in der Situation bin, keine Juristin bin, die in der Situation ist, das entscheiden zu müssen. Ich sehe, dass das ganz, ganz schwierig ist. Ja, das sehe ich auch so. Ich denke, das ist auch grundsätzlich immer wichtig, sich bewusst zu machen, dass es beim Umgang mit Straftaten und Straftätern immer um ganz schwierige Abwägungsfragen geht, bei denen verschiedene Interessen, Bedürfnisse, Rechte gegeneinander abgewogen werden müssen und wo es sehr oft eben keine einfachen Lösungen gibt und Patentlösungen ohnehin nicht. Vielleicht ist auch das ein Grund, warum sich das Gefängnis trotz aller bekannten Probleme und Kritik so gut halten kann, weil es eben doch scheinbar Lösungen bietet, die allen Beteiligten gerecht wird, auch wenn es bei näherem Hinsehen nicht so ist. Sie haben es schon ein bisschen jetzt im Gespräch vorweggenommen, Frau Ramsbrock, aber hat denn aus Ihrer Sicht die Reform des Strafvollzugs nach dem Zweiten Weltkrieg, also von Zucht und Ordnung und Erziehung hin zu Resozialisierung und Achtung auch der Menschenwürde der Inhaftierten, hat das funktioniert und wurde es überhaupt auch ernst genommen oder war es letztlich nur ein neuer Begriff für inhaltlich mehr oder weniger das Gleiche? Ja, ich habe es schon tatsächlich etwas vorweggenommen. Sie merken, das Thema ist eins, was mich immer noch sehr, sehr umtreibt. Mich haben wirklich einzelne Reformer beeindruckt, wie zum Beispiel Horst Schüler-Springorum. Also die Menschen, bei denen ich den Eindruck hatte, dass sie ihre Dinge wirklich aus vollem Herzen schreiben und auch meinen. So, die Menschen hat es gegeben und sie haben etwas bewirkt. Sonst würden Leute wie ich sich gar nicht damit beschäftigen. Wahrscheinlich würden wir sonst auch gar nicht hier sitzen und darüber sprechen. Fritz Bauer gehört auch dazu. So, diese Bundesrepublik hat diese Menschen hervorgebracht und sie haben versucht zu wirken und sie haben auch in gewisser Weise gewirkt. Das System an sich hat sich aber dennoch nicht verändert, weil Individuen es dann eben am Ende doch nicht verändern konnten. Insofern ist mein Fazit leider ausgesprochen ernüchternd. Nein, Resozialisierung funktioniert nicht in einer geschlossenen Institution. Nein, der Resozialisierungsgedanke ist von Seiten der Politik nicht so ernst genommen worden, dass Gefängnisse derart umgestaltet worden sind, dass sie das überhaupt leisten können. Und nein, Gefangene haben keine Lobby. Sie sind nach wie vor an den Rändern der Gesellschaft, sie sind Teil einer geschlossenen Gesellschaft und es gibt von Seiten der offenen Gesellschaft auch nur äußerst geringe Bemühungen, diese Menschen zu integrieren.
Sprich, unsere beiden Grundsätze im Grundgesetz, nämlich Menschenwürde und das Sozialstaatsprinzip, greifen am Ende nicht auf diese Gruppe von BürgerInnen. Das ist ein bisschen das Fazit meines Buches. Von daher bin ich auch gekommen. Was hat dieses Land sich eigentlich für ein Grundgesetz gegeben? Was für Rechte haben wir? Wir haben Freiheitsrechte, wir haben das Recht auf Persönlichkeitsentwicklung. Das sind die ersten 2, 3 Sätze des Grundgesetzes. Aber dieses Wir gibt es einfach nicht. Es sind eben nicht wir. Also und mit wir meine ich jetzt auch die Gefangenen. Es gibt wir und es gibt die anderen. Als Historikerin befassen Sie sich naturgemäß mit der Vergangenheit. Wenn Sie einen Ausblick in die Zukunft wagen, wie wird die Entwicklung im Strafvollzug weitergehen? Ich habe leider den Eindruck, dass wir als Gesellschaft immer mehr auf Sicherheit als auf individuelle Freiheit zielen. Das ist so ein bisschen mein Eindruck, auch wenn ich alles andere sozusagen in den Zeitungen lese, wo immer wieder abgewogen wird, eher die Gemeinschaft oder eher das Individuum. Es gibt so eine starke Tendenz zur Gemeinschaft hin, also zur Gemeinschaft im Sinne von Sicherheit. Also wenn ich Sicherheit und Freiheit abwäge, haben wir, glaube ich, eine ganz starke Tendenz zur Sicherheit, nach wie vor. Ja, also ich wollte jetzt nicht anfangen mit den Investitionen in die Bundeswehr, aber gerade kamen sie mir. Das hat jetzt damit tatsächlich überhaupt nichts zu tun, aber daran sieht man dann doch ein ganz starkes Sicherheitsdenken, was möglicherweise auch begründet ist. Wie gesagt, ich habe von all diesen Dingen überhaupt gar keine Ahnung. Aber wenn Sie mich jetzt so fragen, ich sehe überhaupt keine positiven Entwicklungen in dieser Hinsicht. Ich sehe nicht, dass Gefangene eine Lobby haben. Ich bin immer wieder beeindruckt, wenn ich mit Leuten aus der Praxis zusammenkomme, wie viele Menschen es letztlich gibt, die sich einsetzen für Gefangene qua Beruf. Das finde ich ganz, ganz toll und bemerkenswert. Aber es landet nicht in den Parlamenten. Das ist mein Problem. Es gibt unglaublich viele Menschen, die investieren. Aber die Politik interessiert sich nicht dafür. Und deshalb sehe ich keine große Veränderung. Ich sehe nicht, dass der Resozialisierungsgedanke in einer Weise aufgegriffen und umgesetzt werden kann, dass er etwas bringt. Womit ich mich leider überhaupt nicht auskenne, sind diese Idee von Fußfessel, also diese Möglichkeit, jemand wird kontrolliert, kann sich aber bewegen. Alles, was ich dazu gelesen habe, ist, dass es auch nicht schön ist, das Gefühl zu haben, man kann zwar gehen, man wird aber permanent kontrolliert. Ich meine, das ist ja auch eine Kontrolle. Also ich habe ganz, ja, das wissen Sie viel besser als ich, habe ganz viele Stimmen gehört von Leuten, die gesagt haben, also damit fühle ich mich jetzt auch nicht besser, ehrlich gesagt, dann lieber im Gefängnis ohne Fußfessel. Ich weiß es nicht. Ja, Fußfessel ist wirklich ein ganz heißes Eisen auch. Ich erlebe schon viele, auch jetzt aus meiner Praxis als Anwalt, wenn ich Inhaftierte vertrete, die sagen, ihnen wäre eine Fußfessel 1000-mal lieber, da könnten sie zumindest mit ihrer Familie zusammenbleiben und vielleicht auch zur Arbeit gehen und so weiter. Also ich denke schon, dass es eine Alternative wäre zur Unterbringung in geschlossenen Anstalten. Eine Alternative, die aber auch nur Sinn macht, wenn man dann mit den Betroffenen auch arbeitet. Das sind ja oft Menschen, die Probleme auch in verschiedensten Bereichen haben und die sicher auch eine Art von Beaufsichtigung darüber hinaus manchmal brauchen. Und also Fußfessel alleine ist auch keine Lösung. Und es ist natürlich auch eine ganz gefährliche Technologie. Wenn die also um sich greift, ist es auch eine beängstigende Vorstellung, dass dann immer mehr aus Sicht des Staates störende Menschen mit so elektronisch aufenthaltsüberwacht werden. Ja. Den anderen Punkt, den Sie ansprechen, halte ich auch für ganz extrem wichtig. Und das ist mir auch persönlich wichtig, immer wieder zu betonen. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die professionell mit Straffälligen arbeiten, im Strafvollzug, in der Bewährungshilfe, bei Gerichten und Staatsanwaltschaften, die das unglaublich engagiert und kompetent tun. Und diese sozusagen Kritik an der Institution Gefängnis bedeutet aus meiner Sicht nicht die Kritik an den Menschen, die dort Arbeit leisten und ihr Bestes geben, sondern es geht um die Idee der geschlossenen Anstalt, dass diese Idee eben gesamtgesellschaftlich diskutiert, in Frage gestellt wird und vielleicht zum Teil überwunden wird. Aber die Arbeit, die jetzt schon geleistet wird, die ist ganz, ganz wichtig. Und auch wenn die Strukturen sich verändern, dann
wird natürlich die, das Know-how und die Kompetenz von den Menschen, die sich damit auskennen, im höchsten Maße auch gebraucht. Ich muss auch sagen, Herr Galli, dass ich immer wieder, wenn ich mit Menschen aus dem Strafvollzug zusammenkomme, durchaus auch höre, ihr Urteil ist zu hart und zu scharf. Wir machen eine Menge. Es passiert auch eine Menge und es gibt auch immer wieder einzelne Gefangene, die wir auf einen guten Weg bringen, die das auch möchten und die ganz wunderbar diesen Resozialisierungswunsch auch erfüllen. Ich möchte das an dieser Stelle nochmal sagen, weil das tatsächlich so ist, dass ich das einfach nicht beurteilen kann. Sie hatten mich gefragt, was mein Eindruck ist, und ich habe einfach den Eindruck, ganz abstrakt, dass diese Gesellschaft mehr auf Sicherheit zielt, denn auf individuelle Freiheit. Aber was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, dass es immer wieder Menschen gibt, die sich unglaublich einsetzen für Gefangene und dass es auch immer wieder Gefangene gibt, die in der freien Gesellschaft durchaus eine probate Existenz nach ihrer Gefangenschaft führen können. Nur, wie gesagt, mir als Historikerin ist das nicht untergekommen. Insofern kann ich das jetzt wirklich nur aus den Erzählungen nacherzählen, die mir gegenüber gemacht wurden und werden. Insgesamt ziehen Sie ein eher skeptisches Fazit, auch was die künftige Entwicklung angeht. Ein skeptisches Fazit, also wenn ich als Historikerin die Idee verfolge, aus der Geschichte lernen, dann muss ich ein skeptisches Fazit ziehen. Ich wäre froh, wenn ich eines Besseren belehrt würde. Ja, skeptisch kann und sollte man vielleicht sogar aus meiner Sicht auch bleiben. Aber ich bin auch überzeugt, dass es keinen Anlass gibt, hoffnungslos zu sein und dass es weiterhin Sinn macht, sich auch im Rahmen der einzelnen Möglichkeiten zu engagieren. Genau. Wenn ich abschließend noch einen Wunsch äußern dürfte, liebe Frau Ramsbrück, Sie haben jetzt den Zeitraum im Strafvollzug in Deutschland von 1945 bis 1985 beleuchtet. Wenn Sie sich jetzt den Zeitraum ab 1985 vornehmen könnten. Wenn Sie mir die Akten besorgen, Herr Galli, dann will ich das gerne tun. Ja, das mache ich natürlich gerne. Also ich besorge die Akten und Sie werten sie aus. Das ist doch ein tolles gemeinsames Projekt. Gut. Geben Sie mir das Material und die Quellen und ich will es gerne tun. Frau Ramsbrück, ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch. Danke für die Einladung. Danke für das Gespräch. Das war Schuld, Strafe, Recht. Ein Podcast des Fritz Bauer Forums. Wir danken Ihnen fürs Zuhören.